So, jetzt komm Endspurt. Sprint ist sowieso gleich vorbei. Alter, das hier, Jeile. Okay, das war jetzt nicht so der Renner, wie ich jetzt hier gerade am Rennen bin, aber. Aber schon schmackig hier, was hier an Höhlen gibt, ne? So, Papagei noch da, jawohl. Geschwindigkeit weg. So, weißt du was? Weißt du, was ich jetzt mache hier? Jetzt haben wir noch 8000 in eine Richtung und 13000 in die andere. Muss ich gucken, dass diese Papageien hier jetzt wieder zurückkommen. Ja, geht doch. Alter, bin ich langsam ohne dieses. Ohne diesen Dope. Nächstes Mal, wenn ich Langstreckenflüge wieder mache, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder so einen Geschwindigkeitstrank reinhauen. Am besten so ein 1,30, Stufe 2. Vielleicht haben wir später auch schon Stufe 3, 4, 5 und 6 oder sowas. Oder wie viel es da auch gibt. Dann kann man den ausprobieren. Also über Hunde brauche ich mir auch keine Sorgen machen, ganz ehrlich. Heißt jetzt aber nicht, dass ich meine Hunde wie Dreck behandle, so wie R2B. B2RP, Junge. Merk's dir doch endlich mal, du Butterbirne. So. Hier könnte ich eigentlich wieder Gas geben, würde ich sagen, oder? Nehme ich mal wieder so einen. Und so einen. Und zack. Zack. Papagei ist hier noch am Start. Und zack und zack. Es frisst ja zwischendrin immer Bären. Das ist ja okay. Kann man ja machen. Er rennt ja auch fleißig. Und er sammelt ja auch fleißig wieder Bären ein. So, Papagei ist ja noch da. Papagei ist ja noch da. Papagei ist ja noch da, glaube ich. Okay, ich brauche es jetzt nicht übertreiben. Alter, ist das eine Geschwindigkeit jetzt hier. So muss das sein. Nicht so laut sagen, sonst verpissen sich die Papageien. Papageien. Papagierungen. Ja, Junge, du bist auch eine Papagierung, Alter. Was ist los mit dir? So sind beide. Ja, sind beide da, okay. So, hier geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Doch, natürlich, Alter. Mit meinem Jump-Hit hier. Was wäre ich nur ohne diese Verzauberung? Jetzt habe ich Baumwolle eingesammelt. Ja, lecker. Dann machen wir jetzt hier kurz Rast, um Baumwolle zu sammeln, Junge. Auch wenn es absolut unnötig ist eigentlich. Weil der Wald so voll ist mit Schafen. Aber ich mag ja scharfe Sachen, wie bereits öfters erwähnt. Und deshalb muss ich mich unbedingt mit Chili befassen. Und dann brennt mir's Maul, Alter. So, kann ich jetzt hier runtergleiten? Der Blaue, der pennt wieder anscheinend, oder? Der Blaue, der pennt wieder. So. Das ist aber nicht schlimm.
Alter, hier regnet's Fleisch. Könnt ihr vielleicht mal Schafe in Ruhe lassen? Ich meine, macht er ja eh nicht, aber ein Versuch war's wert. Und ich würde sagen, wir haben es tatsächlich bald geschafft, Alter. Das waren jetzt einfach 70 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und man fragt mich echt, welche Hobbys ich habe. Wie weit ist es denn noch? Komm. 15 Kilometer. Auf geht's. Das ist nicht viel. Scheiße, das ist richtig viel. Das ist ein Haufen Schotter. Das ist ein Haufen Schotter. Okay, komm auf dein Leben klar. Kriegst du hin. Wir sind ja nicht blöd. Wir sind ja nicht eingeschränkt. Wir haben noch Tränke da, jede Menge. Vor allem 8 Minuten Tränke. Und dann gucken wir mal. So, jetzt glaube ich, saufe ich den nächsten. 8 Minuten aber. Weil im Wald rennt es sich nicht sonderlich gut mit dem anderen Zeug. So, weiter geht's. Zack, 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 zack. Sortieren und hier weg, Alter. Komm schon, bitte. Komm schon, bitte. Komm schon, bitte. Beide noch da? Beide noch da? Wo ist der andere jetzt schon wieder? Der blaue, der regt mich jetzt echt auf, ne? Der blaue geht mir jetzt richtig gegen den Piss, Alter. Der rote ist total brav, aber der blaue denkt sich, Bruder, lauf den Weg alleine, Alter, ohne mich. Wo sind die denn jetzt hin? Wo ist der Blaue hin? Na gut, zum Glück habe ich einen Trank gesoffen, ne? Da kann ich jetzt wieder hier schön meinen Papagei suchen gehen. Oh, ist das nervig. Es ist so nervig. Da ist er. Auf was wartest du? Auf Weihnachten oder was? Ich habe ihn hingesetzt. Ich habe ihn einfach hingesetzt. Ich nehme alles zurück. Es war natürlich wieder meine Dummheit. Der Vogel hat alles richtig gemacht. Es liegt einfach an meiner Inkompetenz. Und ich habe nie was gesagt. So, so viel zum Thema, ne? Setze ich den Dinger einfach hin. Wahnsinn. Einfach wieder ein Tier ausgesetzt. Lass ich's grad, Alter. Lass ich's grad mit dem drüber schwätzen, dass wir hier keine Tiere aussetzen sollen. Wenn ich selber kein Deut besser bin. Aber ja, das. Ich. Hat mein Logopäde immer gesagt. Also, ja. Wäre traurig, wenn das wirklich so wäre. Seid ihr noch da? Oder hat wieder einer Sitz gemacht? Oder. Keine Ahnung. Ich will nach Hause. 5 Minuten noch. So, auf geht's. Der 5000. Wald gefühlt, durch den wir laufen. Einfach keine Wüste hier. Sicher, dass Wüsten überhaupt generiert werden? Oder sowas wie Savanne? Weiß immer noch nicht, wie das heißt.
Alter, schwarzes Loch. Lass bloß meine Tiere in Ruhe. Können Papageien sich jetzt selbst befruchten oder nicht? Das ist wirklich etwas, was mich interessiert. Ich bezweifle es. Ich denke, dass das hier schon etwas realistischer designt wurde. Wäre schon sehr primitiv. Lass mich in Ruhe und hör auf rumzubacken. Nicht durchs schwarze Loch. Nicht durchs schwarze Loch. Der wurde einfach eingesaugt. Das schwarze Loch. Wo ist der Papagei? Nein, komm her, bitte, komm her. Geh nicht ins schwarze Loch. Geh nicht ins schwarze Loch, du bist doch gleich am Arsch. Komm bitte her zu mir. Kannst du Sitz machen oder sowas? Geh nicht ins schwarze Loch. Komm her zu mir, bitte. Teleportier dich. Junge, erschreck mich nicht so. So eine Scheiße. Das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. So, halber Hochdeutsch geredet und halber hier. Keine Ahnung was. Zusammengereimt. So, Teleporter. Teleporter. Ja, leck mich, Alter. Du kriegst einen Scheißdreck, meine Smaragde. Ich will den Teleporter. Da ist er. Zack, Alter. Und weiter geht's. Malorida. Okay. Es wird immer komischer. Ich habe einfach zwei Papageien hinter mir herfliegen. Und ihr sagt, dass die ganze Situation hier nicht komisch ist. Dann. Danke für nix. Natürlich hoffe ich, dass mir beide hinterher fliegen. Es gibt halt echt kein Lebewesen, welches der Kraft vom schwarzen Loch entkommen kann. Und ich glaube, der Enderdrache, der auch nicht. Glaube ich. Oh Gott, den müssen wir ja auch noch auseinandernehmen. Habe ich jetzt. Der Blaue sitzt auf meinem Arsch! Meinem Arm natürlich. So, jetzt habe ich wieder Hunger. Da kommt das nächste Dorf. Was auch immer das kann. Ich merke mir gar nicht mehr die Namen irgendwie. Ich weiß nicht. Aber nices Holz hier. Zack, Alter. Luxeuremet. Okay. Beide Papageien noch da. Endlose Weiten von wegen hier. Na, kann ich dann auch so machen? Ich könnte, aber ich kann es wieder nicht. So, und jetzt ist der Dinger eh vorbei, der Effekt. Und jetzt soll ich mir noch einen gleich hinterher pfeffern. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. So, komm, dann nimmst du mal noch einen. Sind beide da? Ja.